Hey Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin immer sehr erfreut, wenn sowas rauskommt wie eine neue Beta und vor allem finde ich es ziemlich cool, dass Apple quasi fürs neue Yosemite ein Beta-Programm startet. Wenn ihr auf die Seite geht, ich weiß nicht, ob es noch geht, ich bin halt schon angemeldet, dann melden wir uns ganz einfach an und gehen da rein und dort könnt ihr willkommen beim Beta-Programm. Ich finde es cool, dass es auch auf Deutsch ist. Hier ist die aktuelle Version, die am 24. Juli veröffentlicht wurde. Und ich habe gelesen, dass diese Version schon neuer ist als quasi, wie soll man sagen, als die Preview 4. Und man kann Feedback senden. Hier sind die ganzen Features, auf die wir schon eingegangen sind. Bekannte Probleme sind auch wieder drin, bla bla bla. Und ihr könnt Yosemite Beta Einlösecode könnt ihr euch laden. So. Bevor man hier natürlich loslegt, muss man wissen, dass man so und so viele ja, Sachen braucht oder halt man muss quasi das als Voraussetzung haben. Ja, was sagt man da groß? Ist halt eine richtige Anleitung. Man soll am besten ein Backup machen. Ich persönlich kann euch sagen, also ich schaue jetzt mal, wie das ist mit Yosemite, mit dem Beta-Programm. Ich persönlich werde es nicht als mein primäres System benutzen. Ich finde es ein bisschen zu tricky. Aber das kann man natürlich machen, wie man will. Das ist je nachdem, wie stark ihr euren Computer nutzt oder wie wichtig oder wie sehr es drauf ankommt. Hier kann man dann das laden. Ich habe hier meinen Einlösecode. Tut mir leid, der ist jetzt schon benutzt. Den könnt ihr jetzt nicht mehr benutzen. Und jetzt ist es quasi so, dass über meinen Mac App Store die Beta 1 geladen wird. Und wir schalten ein, wenn das fertig ist. Wenn die Sache getan ist, dann kann man hier Yosemite gleich starten und wir sagen, wir wollen es trotzdem einfach machen, wir akzeptieren das, akzeptieren und ich will es natürlich jetzt mal auf eine andere Partition machen. Die habe ich zwar schon mal für die Preview 4 benutzt, habe es jetzt gerade vorne nochmal zurückgesetzt oder halt gelöscht und ich installiere es jetzt auf einer anderen Partition, um die Sicherheit zu haben, falls was nicht funktioniert. Ja, und das wäre es dann eigentlich. So, jetzt haben wir schon Yosemite drauf und wie ihr seht, 10.10, ihr seht es auch am Design. Und gleich zu Beginn hat mich der Feedback-Assistent begrüßt und sagt mir halt, dass man gerne auch ja, sein Feedback hinterlassen kann. Das werde ich jetzt halt nicht machen, aber ziemlich coole Sache. Ja, prinzipiell, ihr seht, das ist jetzt relativ ähnlich wie in den anderen auch. Wir haben jetzt hier, muss ich gerade mal schauen, haben wir immer noch diese Probleme. Na, das sieht sogar besser aus, als was ich in den Developer-Previews habe. Und zwar geht es mir gerade darum, bei der Developer-Preview hat es mir zum Beispiel bei Sicherheit hier drüben immer alles verzogen. Das war, also hier, das ging immer ziemlich weit raus. Das ist jetzt hier meiner Meinung nach nicht, auch nicht perfekt. Ja, da unten seht ihr es. Aber ja, ihr seht, es ist noch nicht ganz perfekt, aber ist schon einiges besser. Was probieren wir noch aus? Systemeinstellungen gehen wir mal rein und Dark Mode. Also ist noch ziemlich nah an der Preview 4. Hier ist auch Englisch quasi drin. Das war davor ja auch. Ja, man sieht es hier. Interessant. Auch Englisch, was können wir reintun? Den Taschenrechner. Den mal rein. Ja, das läuft wahrscheinlich auch alles ziemlich gleich. Ich den mal öffne. Ja, das gibt sich nicht viel. Ja, prinzipiell, wir sind halt ein bisschen weiter als die Preview 4. Ich sehe jetzt halt keine Neuerungen so auf die Schnelle. Ist meistens auch wahrscheinlich ein bisschen mehr, dass es an Stabilität gewinnt. Und ja, ich finde es jetzt spannend. Das ist jetzt schwierig, sofort eine Prognose darüber zu geben, wie gut es funktioniert und wie schlecht. Gehen wir mal auf YouTube. Ja, es läuft relativ flüssig. Und ja, wir machen jetzt mal kurz noch den Test. Ich habe ja wie gesagt zwei Partitionen. Ich werde jetzt mal noch kurz die probieren. Ob ich mit den Programmen Zugriffsrecht natürlich
doch, habe ich schon. Okay, und zwar Final Cut. Das habe ich jetzt mehrmals angesprochen. Wollte ich jetzt natürlich auch mal zeigen. So, ihr seht das sehr, sehr toll, wenn es da unten läuft. Aber es ist erst beim ersten Mal. Und wenn ich das jetzt öffne und dann noch sage, ich würde gerne den Dark Mode, das will ich mal kurz zeigen, den Dark Mode anmachen. Da seht ihr, das gibt ein ganz anderes Bild an sich. Nicht mehr ganz so hell. Finde ich cool, finde ich praktisch. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie natürlich gerne in den Kommentaren. Ich hoffe, es hat euch gefallen und kann es euch empfehlen. Also macht es lieber nicht als Primärsystem. Hier zum Beispiel, falls ihr das Flackern seht. Entweder es macht euch nichts aus oder bleibt einfach bei Mavericks, wenn es euch wirklich drauf ankommt, dass ihr da Zuverlässigkeit habt und wirklich damit arbeiten wollt. Ansonsten hoffe ich, hat euch das Video gefallen und wir sehen uns nächstes Mal.